So, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, hier ist mein SBM 2.0 oder 20 Geigerzähler. Er ist genauso aufgebaut wie der andere mit dem FHZ74V Zählrohr. Nur, dass ich anstelle eines FHZ74V ein SBM 20 Zählrohr habe. Es kommt übrigens aus Bulgarien. Naja. Joa. So, das ist das gute Stück. Naja, es hat, da ist der Pluspol, da ist GND oder Minus oder Erde. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt beim Zählrohr jetzt. Da ist ein Piezo drin, also AK steht für akustisches Signal. Und da ist eine rote LED drin fürs optische Signal. Außerdem befindet sich hier wieder an der linken Seite eine Buchse für Kopfhörer, eine Klinkenbuchse. Womit ich dann das Knacken über Kopfhörer hören kann, falls es draußen laut ist, was weiß ich. So, jetzt machen wir doch mal den Geigerzähler an. Man wird jetzt keine sonderliche Strahlung messen. Man hört jetzt ein paar Klicks, ne? Aber, boah, ich kann jetzt zum Beispiel stärkere Strahler, Teststrahler damit gut messen, wie zum Beispiel Uranglas. So, hier ist es. Ich schätze mal, das kennt ihr noch aus meinem letzten Video. Da habe ich es ja auch einmal unter UV-Licht gehalten. Da hat es ja sehr schön fluoresziert. Ja, ich habe das jetzt in so eine Packung getan, damit ich die Alpha-Strahlung vermeide, damit ich nicht die ganze Zeit hier von Alpha verstrahlt werde. Ja, mal gucken, wie viele Klicks das denn mal bringt. So, jetzt nähere ich mich mit dem Uranglas. Und man hört schon, das Klicken wird schneller. Dumm ist, die Lampe kann man, also das optische Signal kann man jetzt nicht so gut sehen, glaube ich, oder? Ne, kann man nicht sehen. Aber, ja. Im Dunkeln geht das halt besser, ne? Naja, Uranglas ist ja, glaube ich, nur ein Alpha- oder Alpha-Beta-Strahler. Also, das kann ich jetzt ja nicht mit dem anderen FHZ74V messen, ist das Problem. Aber hiermit geht das schon echt gut. So, jetzt werfen wir nochmal einen Blick in das Gehäuse hinein. So, das ist jetzt das Innenleben. Der Aufbau ist wie immer etwas bedürftig. Hier die Spannungsversorgung, 9 Volt Block. Ja, hier ein kleiner Hochvolttransformator mit ein paar Windungen. Weiß nicht, bringt es auf 450 Volt. Angesteuert von TEP31C. Das Signal, sorry, die Hochspannung wird dann von einer Kaskade vervielfacht. Geht in das Zählrohr. Und das Signal kommt da wieder raus und geht in den Transistorverstärker. So, vom Emitter des Transistorverstärkers geht das Signal einmal über den Piezo, die kann man jetzt nicht sehen, ist von Heißklebe verdeckt, und zur LED, die noch mit einem 470 Ohm Widerstand geschützt ist. Und die Stromaufnahme beträgt ca. 20 bis 30 mA, was doch recht oder extrem viel ist für einen Geigerzähler. Also da muss ich mir noch was anderes überlegen. Es gibt ja Ansteuerungen, den kann man monatelang laufen lassen. Da zieht kein Strom halt, ne? So, das war's dann auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Video, ne? Ciao.